zehn Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter habt neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ich heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Lesung des Buches Wieder das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet, geschrieben von Martin Luther im Jahre 1545. Wir hatten gestern, also zumindest war es für mich gestern, als ich es aufgenommen habe, den ersten Teil dieses Buches gelesen, die ersten 10 Seiten. Ich habe hier im Augenblick auf meinem Computer als PDF geöffnet die Lutherbibel von 1545, weil ich gerade auf das Video, das ich gestern veröffentlicht hatte, wo ich diese wichtige Ankündigung hatte, dass ich eben dieses Buch lese, einen Kommentar bekommen hatte von jemandem, der dann fragte, was denn Bibelzitate sind, wo man daraus ersehen kann, dass der Papst oder das Papsttum der Antichrist ist. Und da habe ich ihm nur kurz geantwortet, auf die Schnelle fällt mir ein, Daniel Kapitel 7, 2. Thessaloniker Kapitel 2, im Besonderen Vers 7 und natürlich Offenbarung. Und da die Kapitel 13, 17 und 18. Jetzt habe ich hier 2. Thessaloniker Kapitel 2, Verse 5 bis 12 mir angefärbt, weil das ein sehr wichtiger Teil ist und eben auch ein sehr wichtiger Teil, woran man erkennen kann, dass das Papsttum der Antichrist ist. Dann könnt ihr sagen, von ja, wie steht das denn drin? Ja, es steht da drin. Es steht da tatsächlich drin. Und wir hatten das ja auch gestern in der Lesung kurz gelesen, in dem letzten Absatz, zum Schluss der letzten Lesung kam es ja dran, dass ich das vorgelesen hatte, dass hier eben steht 2. Thessaloniker 2, Vers 8, wo drin steht, und alsdann wird der Boshaftige offenbaret werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und wird sein ein Ende machen durch die Erscheinung seiner Zukunft. Aber Vers 7 ist eben der wichtige und Vers 6 in diesem Fall auch. Das ist der Unterschied mit der König James Bibel. Da ist es Vers 7, der ist absolut eindeutig. Aber hier ist es Vers 6 und Vers 7. Also im Deutschen, ob das jetzt die Luther oder eine andere Bibel ist, das spielt keine Rolle. Aber hier in der Lutherbibel ist es nicht so deutlich wie in der König James Bibel. So. Und ich lese euch das gerne mal aus der König-James-Bibel vor. Die muss ich mir dann hier eben mal kurz zur Hand nehmen und dann mal eben blättern in die 2. Thessaloniker. Das kann man ja mal eben machen, das ist ja nicht so weit weg. Und da lesen wir im Kapitel 2, Vers 7, For the mystery of iniquity doth already work. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. Ja, also, da steht es ganz deutlich, da steht, dass das Papsttum der Antichrist ist. Wenn man das jetzt übersetzt, heißt das, das Geheimnis der Boshaftigkeit arbeitet schon. Nur derjenige, der jetzt noch der jetzt noch im Wege steht, bis er aus dem Weg genommen sein wird, dann wird der Bösartige im Vers 8, so wie Luther das hier auch übersetzt, offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes, also das ist bei der zweiten Wiederkunft Jesu Christi, und wird sein ein Ende machen durch die Erscheinung seiner Zukunft. Jetzt sagt ihr von, ja, wo steht denn da, dass der Papst der Antichrist ist? Das verstehe ich nicht. Doch, hört mal gut zu. Denn es reget sich schon bereits die Bosheit heimlich, ohne dass der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Wir sprechen in der Zeit von Paulus. Ja? Paulus hat gepredigt in den Jahren, nachdem Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde, also im zweiten Teil der 70. Jahrwoche von der Prophezeiung von Daniel 9, und in den Jahren danach ist er der Apostel,
zu den Nationen gewesen, der Apostel der Heiden, das war Paulus. Und er ist zu den Thessalonikern gegangen und sagte ihnen, denn es regnet sich schon bereits die Bosheit heimlich, ohne dass der es jetzt auffällt, muss hinweggetan werden. So, also, wir sprechen in der Zeit von Paulus. Wer hat denn in der Zeit etwas aufgehalten? Das kann ja nur derjenige sein, der damals an der Regierung war. Und wer hat zur Zeit, dass Paulus seine Apostelschaft gehabt hat, regiert? Derselbe, der zur Zeit Jesu Christi regierte. Derselbe, der die 100 Jahre davor regierte und der noch ein paar hundert Jahre danach regieren wird. Nämlich der Kaiser von Rom. Deswegen, es regnet sich schon bereits Bosheit heimlich. Das ist nämlich, weil wir sprechen aus der Zeit nach Simon Magus. Apostelgeschichte Kapitel 8, hatte ich ja auch letztes Mal erwähnt. Das war der Anfang. Ohne dass der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Also mit anderen Worten, derjenige, der jetzt an der Regierung steht, der muss weggetan werden. Paulus spricht ja ein wenig vorsichtig, deswegen sagt er das ja auch. Es ist ja ein Brief, den er schreibt. Er sagt in Vers 5, gedenket ihr nicht daran, dass ich euch solches sagte, da ich noch bei euch war? Dieser Brief an die Thessaloniker ist ja etwas anderes, als wenn er mit den Leuten Gesicht zu Gesicht spricht, vis-à-vis, wie man so schön sagt. Ja? Wenn ich mit jemandem spreche, persönlich spreche, dann kann ich dem ja auch Dinge sagen, die ich vielleicht besser nicht niederschreiben sollte. Ihr erinnert euch vielleicht, dass, wenn ihr meine Lesung von Herrscher des Bösen gesehen habt, dass da doch auch der eine, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, aber zur Zeit der Gründung der Vereinigten Nationen da an seine Frau Abigail geschrieben hat und er schrieb, wenn ich frei reden könnte, dann würde ich dir das und das sagen. Man kann eben oftmals Dinge, die man in einem Brief niederschreibt, nicht auf dieselbe Art und Weise ausdrücken, wie wenn man jemandem gegenübersetzt. Ja? Wenn man mit jemandem persönlich spricht. Und es gibt einige, ja, ich möchte mal sagen, einige Themen, die ich zum Beispiel auch auf einem Video hier, das ich offiziell aufnehme, nicht so sagen kann. Es gibt sogar Dinge, die ich so über Skype oder so nicht so sagen kann, sondern wirklich nur, wenn derjenige, wenn wir uns in einem selben Raum oder zusammen befinden, ja, und wenn ich ihn vis-à-vis, wenn ich ihn sehe, direkt sehe, Sachen, die ich ihm so sagen kann, die ich ihm sonst nicht sagen könnte. Ja. Und Paulus hat sich hier natürlich auch, ist sich davon bewusst gewesen und hat natürlich hier auch das im Schriftlichen an den Brief an die Thessaloniker anders ausgedrückt, etwas vorsichtiger ausgedrückt, weil wenn man ihm damals, wenn er hier ganz deutlich reingeschrieben hätte, derjenige, der kommt, wenn die Cäsaren weg sind und ihre Macht verlieren, das würde ja schon mal heißen, dass er sagt, die Cäsaren werden ihre Macht verlieren, das wäre ja an sich schon mal zwischen Anführungsstrichen Terrorismus, ja? Ja, wenn ich heute sage, wenn die deutsche, zwischen Anführungsstrichen, demokratische Regierung weg ist, dann wäre ich ja wohl auch einer der Zersetzer, nach dem Motto, ne? Würde ja nicht gehen. Das war hier bei Paulus genau das Gleiche. Also sagt er, und was es noch auffällt, wisset ihr, dass er offenbart wird zu seiner Zeit. Denn es regelt sich schon bereits die Bosheit heimlich, ohne dass der es jetzt auffällt, muss hinweggetan werden. Also ganz deutlich sagt er hier, für jeden, der ein bisschen Verständnis hat zum Lesen und zum Verständnis, dass derjenige, der jetzt an der Regierung sitzt, wenn der weg ist, dann wird der Boshaftige offenbaret werden, der Boshaftige, der Mann der Sünde, der Sohn des Verderbens, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und wird sich ein Ende machen durch die Erscheinung seiner Zukunft. Und wird sein Ende machen durch die Erscheinung seiner Zukunft. Ja? Also, wer hat denn dann die Regentschaft übernommen, als die Cäsaren weg waren? Der Papst. Und der hat im Jahre 606 durch den Kaiser Phokas auch wieder den Titel Pontifex Maximus angenommen. Und hat diesen Titel und seine temporale, also seine weltliche Herrschaft und seine geistliche Herrschaft bis zum Jahre 1866 gehalten. 1260 Jahre. Und der ist heute
immer noch an der Macht, weil diese Wunde, die ihm damals zuteil wurde, war ja nur dem Anschein nach eine tödliche Wunde, wie wir in Offenbarung 13 lesen können. Es war keine tödliche Wunde, es war eine dem Anschein nach tödliche Wunde. Und meines Erachtens gibt es wenige Sätze, die wichtiger sind als 2. Thessaloniker 2, Verse, ja, in diesem Zusammenhang jetzt hier, lass uns mal sagen, zwischen Vers 5 und Vers 12. Ne? Auf jeden Fall 2. Thessaloniker 2, Vers 7, wie ich im Englischen vorgelesen habe, for the mystery of iniquity doth already work, only he who now letteth will let until he be taken out of the way. Nur derjenige, der jetzt behindert, wird hindern, bis er aus dem Weg geräumt ist. So heißt das im Grunde aus der König James übersetzt ins Deutsche. Und natürlich in Daniel Kapitel 7 haben wir zu tun mit dem kleinen Horn. Und das ist auch ein deutlicher Hinweis auf den Antichristen. Ja, und Offenbarung 13, 17 und 18 muss ich jetzt nicht auch noch alles besprechen. Jedenfalls hatte ich der freundlichen Person, die mein Video angeschaut hat und diese Frage gestellt hat, darauf geantwortet, dass also Daniel Kapitel 7, 2. Thessaloniker Kapitel 2 mit Nachdruck auf Vers 7 und Offenbarung 13, 17 und 18 deutlich machen, wer der Antichrist ist. So, und da ich da jetzt drauf eingegangen bin, habe ich hier eine schöne Einleitung gehabt im normalen, modernen Hochdeutsch. Und dann gehen wir jetzt wieder zurück in das alte Hochdeutsch, in das Deutsch, das damals Martin Luther eigentlich geprägt hat. Wir sollten ja uns alle davon bewusst sein, dass in der Zeit vor Martin Luther und bevor er die Bibel übersetzt hat ins Deutsche, dass es gar keine gesamtdeutsche Sprache gab. Es gab viele verschiedene Dialekte und Martin Luther hat im Grunde oder war im Grunde mehr oder weniger der zwischen Anführungsstrichen Vater des Hochdeutsch, soweit ich das gelernt und verstanden habe bis jetzt. Und das ist halt das Deutsch, in dem ich hier das Buch lese. Und da fangen wir jetzt an auf Seite 10 und ich gehe nochmal eben einen Paragraphen zurück, den ich ja so wichtig fand letztes Mal. Deswegen sage ich hier nochmal den letzten Satz, bevor wir weiterlesen, im letzten Paragraphen auf Seite 10. Martin Luther sagt, ich spotte allein darum mit meinem schwachen Spotten, dass die, so jetzt leben und nach uns kommen, wissen sollen, was ich vom Papst, dem verfluchten Antichrist, gehalten habe. Und wer ein Christ sein will, sich für solchen Gräuel lasse vermahnen. Das deutsche Wort, das dritte Wort Deutsch oder in deutschen Landen drehet und martert er also. Kaiser Carolus, also Kaiser Karl der V., solle schaffen, dass kein Waffen zu fürchten sei. Das ist, es solle Friede und kein Krieg zu fürchten sein. Lubias arma deponi, das heißt, ein Befehl, die Waffen niederzulegen. Nun weiß der römische Schalk sehr wohl, dass Kaiser Karol samt seinem Bruder König Ferdinando, das ist der König Ferdinand von Spanien, und allen deutschen Fürsten so mächtig wohl ist, dass er nicht allein zu Trent in einer Stadt, sondern auch in ganz Germania Frieden halten kann und aus Deutschland keine Fahr da sein kann. Wohl weiß, sage ich, der Schalk Paula, also Papst Paulus der Dritte, wohl weiß, sage ich, der Schalk Paula solchs und ertichtet ihm Fährlichkeit, die nirgend ist, auf, dass das Konzilium nicht könne gehalten werden. Zugleich gibt er damit Kaiser Carolo und deutschen Fürsten die Schuld, dass kein Konzilium könne gehalten werden, und feile an ihm nicht, sondern am Kaiser und Ständen des Reichs, die nicht Frieden noch Sicherung schaffen, weil sie nicht das Schwert oder Rüstung ablegen, welches doch keines fürhanden ist, noch sein kann. Mit diesen Worten bekennet er sein, dass er kein Konzilium wolle in Ewigkeit halten in deutschen Landen. Denn wenn will die Zeit kommen, da ein Papst nicht könne tichten und fürgeben, es wäre fährlich, die Rüstung nicht abgetan. Denn ob der Kaiser gleich auf der Landstrafen zu beiden Seiten mit 100.000 Mann ließe geleiten, so spreche er doch, ja, wer will denselben vertrauen? Tut's aber der Kaiser nicht, so ist aber da die Klage, es sei fährlich und nicht sicher, dass, wie es der Kaiser macht, so kann doch den Papst nicht sichern.
und bleibt die Rüstung oder Arma ein ewig Hinderung des Concili, welche der Kaiser, und wenn 100 Kaiser wären, nicht könnten wegnehmen. Denn es stehet alles in des höllischen Vaters Willen und Macht, was da solle heißen, Rüstung abtun oder Rüstung halten, was frei und unfrei, christlich und unchristlich sei. Auch bringt solch Wort viel andere mehr Ausflucht, die nicht zu zählen sind, aber der höllische Vater täglich durch seinen Geist wohl zu ertichten weiß. Etliche will ich rühren. Er kann wohl zur Zeit etlich Mann und Ross fertigen, die ein Geschrei machen. Es sei ein Volk vorhanden und ganz unsicher worden. Item, der Türk, ist nun zweimal sein Schanddeckel gewesen. Item, er kann wohl krank werden. Aber wer will doch sorgen für den Teufel, wie er Ursache und Ausflucht finde? Diese aber ist ihm die allerfeinste, dass er Frankreich alle Zeit wieder den Kaiser hetze, wie er diese 20 Jahre mit höchstem Fleiß getan, sonderlich, wenn das Konzilium hat sollen angehen. Da kann er dann rühmen: Ah, Herrgott, wie gern wollten wir ein Konzilium halten! Aber weil unsere liebe zweien Söhne, Kaiser und Frankreich, uneint sind, können wir nicht dazu kommen. Wie er jetzt auch tut, da er in seiner Bulla von großen Freuden singet, dass die zwei Häupter vertragen sind, und setzt das Konzilium an zu Trent. Aber, ah, Herrgott, wie leid ist's dem höllischen Vater, dass Frankreich nicht hält den Vertrag, und wird die Uneinigkeit größer, dann vorhin. Hieraus versteht man nun die Worte des höllischen Vaters zu Rom, dass Arma Jubeas Deponi, also Befehl, die Waffen niederzulegen, so viel sei gesagt. Du, Kaiser Karole, sollt schaffen, dass Friede sei. Nicht allein, dass du dein Schwert ablegest, sondern auch schaffest, dass Frankreich ablege, welches er nicht zu tun kann noch soll. Denn wir wollen, dass Frankreich dir für und für Unruhe mache. Darum soll es also zugehen, ehe wir ein Konzilium halten wollen, dass du, Karole, sollt immer Feuer löschen und Frankreich soll immer anstecken. Und wo Frankreich faul hierin sein wollt, so wollen wir selber zu blasen und aufblasen, dass du immer zu läschen habest und zuletzt des Läschens müde werdest. Also wollen wir dich lernen, wie du sollt mit deinem deutschen Säun ein Konzilium begehren von dem römischen Stuhl, und wollen doch immer fort rühmen: Lube arma deponi, lube arma deponi, also Waffen niederlegen, Waffen niederlegen. Wenn du Friede schaffst, so wollen wir ein Konzilium halten. Das wird und soll geschehen, wenn wir aufhören, Arma zu movieren, welch soll nimmermehr geschehen. Hier siehst du, welch ein spitzbübisch Antwort den Kaiser und Ständen des Reichs gegeben wird auf ihre Bitte, die sie nun 24 Jahre lang getan haben, um ein frei christlich Konzilium in deutschen Landen. Denn weil sich die römischen Spitzbuben dahin begeben und, wie sie alle Zeit sich befließen haben, die Sprachen zu verwirren, dass der Spitzbube zu Rom Rottwelsch antwortet, wo der Kaiser und des Reichsstände schlecht Deutsch oder Lateinisch reden, so werden sie der Sprache nimmermehr eines, schweige, dass ein Konzilium werden könne. Heißt das nicht fein dem Kaiser und Ständen des Reichs auf dem Maul getrumpelt und gespottet wie der Narren, dass die Spitzbuben in die Faust lachen, schänden dazu und lästern, eben mit denselben Worten den Kaiser, als habe er ein unfrei, unchristlich, unsicher Konzilium gesucht? Sondern sie sind die heiligsten Leute, die ein frei, christlich und sicher Konzilium begehren. Also muß nur der fromme Kaiser und die Stände des Reichs den Namen bei den Spitzbuben zu Rom haben, den sie genötigt, gefangen, gezwungen, unchristlich, ketzerisch, fährlich, sorglich Konzilium gesucht haben und noch suchen. So soll man einem Kaiser und dem Reich die Zungen und Hörner schaben. Bittet nunmehr um ein Konzilium bei dem heiligsten Vater. Es meinen etlich, diese Spitzbüberei habe der Kardinal zu Mainz zu Gericht.
aber ich half's nicht. Es wäre seiner Kunst viel zu geringe Exempel. Er soll's wohl besser machen, als mich dünkt. Item, er ist der rechte Meister, auch über die zu Rom. So sind die zu Rome solcher Spitzbüberei und Schalkheit nur über 400 Jahr wohl geübt und durchtrieben, wie man sehen kann, in des Papst Dekretalen und in allen Historien der Kaiser. Denn siehe doch, wie die armen Juristen geplagt sind, dass sie die römischen Spitzbüberei mit Glosen zusammenflicken, reimen, schlichten, ehe sie ihr eine geringe Gestalt machen können. Gleich als wenn ein Kürzner sollt einen bosen Pelz flicken, da weder Haut noch Haar gut ist, dazu bespeichelt und beeitert und gräulich beschmeißet. Wohlan, es gehe hin, solange es kann. Der Kaiser und das Reich müssen solch Spitzbubenstück verbeißen. Es ist nicht der erste Kaiser, mit dem der verzweifelt Spitzbube zu Rom so spielet. Sie haben keinem versehen, sind der Zeit, sie zur Macht gekommen sind. Maximilianus klagt nicht mehr, denn dass ihm kein Papst je hätte Glauben gehalten. Dieser Kaiser Carolus, acht ich, soll's ja am Clement dem Siebten, Leone dem Zehnten und jetzt am Paulus den Dritten ziemlich erfahren haben. Ne? Also das sind hier drei Päpste, die Luther hier aufzählt. Clemens der Siebte, der Vorgänger von Leo dem Zehnten, der ja zur Zeit von 1520, als Luther in Worms in dem auftrat und seine Schriften widerrufen musste, an der Macht war, und danach eben Paul der Dritte, der ja die Jesuiten 1540 ordiniert hat. Von diesen drei Päpsten spricht Luther hier, und in der ganzen Zeit gab es einen einzigen römischen Kaiser, nämlich Kaiser Karel, der ziemlich jung an die Macht gekommen ist und damals noch ein ziemlicher Jungspund war in 1520. Dieser Kaiser Carolus, also sagt Luther hier, achte ich, soll's ja am Clement dem Siebten, Leone dem Zehnten und jetzt am Paulo dem Dritten ziemlich erfahren haben. Sommer, sie sind Kaisers Phokas Kreatur und Erben, der hat zuerst das Papsttum zu Rom gestiftet. Ein ganz wichtiger Satz. Ein ganz wichtiger Satz. Und da muss ich auch gleich mal eine Erklärung zu abgeben. Hier muss ich jetzt mal wirklich eine kleine Erklärung abgeben, dass wir das auch gut verstehen. Ich nehme hier bei Wikipedia zu Hilfe. Den Link werde ich auch in die Beschreibungsbox des Videos mit einarbeiten. Das geht um einen Artikel über Phokas. Weil Martin Luther hier eben ganz wichtig schreibt, hört nochmal gut zu, dass wir das wirklich ohne Probleme ganz deutlich gut verstehen, bitteschön. Dieser Carolus, dieser Kaiser Carolus, achte ich, soll's ja in Clement dem Siebten, Leon dem Zehnten und jetzt am Paul dem Dritten ziemlich erfahren haben. Sommer, sie sind Kaisers Phokas Kreatur und Erben, der hat zuerst das Papsttum zu Rom gestiftet. Dem folgen sie treulich nach. Wer hat also nach Martin Luther hier das Papsttum zu Rom gestiftet? Kaiser Phokas. Ja? Der Kaiser Phokas hat gelebt zwischen 547 und 610 nach Christus. Ja? War von 602 bis 610 Kaiser des oströmischen bzw. byzantinischen Reiches. Wir wissen ja, geschichtsmäßig, das ist ja bekannt, dass der Kaiser in das östliche Rom, also in das östliche Kaiserreich übergegangen ist, und in Rom hat er die Regierung dem Bischof von Rom überlassen, dem Papst. Okay? Das ist ja geschichtlich unbestreitbar. Da will keiner drüber diskutieren. Sobald wir jetzt ein bisschen weiter runter in die Seite gehen, sehen wir hier einen Artikel, der heißt Papst und Kaiser. Und auch diesen werde ich jetzt nicht ganz lesen, nur eben zu Anfang. Phokas sah, so Wikipedia, so die Quellen schon bald nach seiner Machtergreifung ein, dass er angesichts seiner prekären Lage inmitten des Chaos wenig Auswahl am Bundesgenossen hatte und sich nicht auch noch den Bischof von Rom zum Feind machen durfte. So schlug er, im Gegensatz zur Politik seines Vorgängers, der in Italien gegen die Langobarden Krieg geführt und hierbei, wie auch in anderer Beziehung, auf den Papst wenig Rücksicht genommen hatte, einen fast vorbehaltlos papstfreundlichen Kurs ein. Etwas weiter unten lesen wir, Phokas schenkte Papst Bonifatius dem Vierten im Jahre 608 das Pantheon in Rom, der es 609 zur Kirche weihte.
Das Pantheon in Rom, das ist dieser alte Tempel, in dem die heidnischen Römer ihre ganzen heidnischen Götter ausgestellt haben. Und dieses Pantheon weiht dann der Bischof von Rom, der Bischof aller Bischöfe, der Papst zu einer Kirche im Jahre 609. Phokas wird von der Nachwelt gemeinhin das Verdienst angerechnet, dass der Bau dank dieser Schenkung erhalten geblieben ist. Der Artikel ist an sich nicht uninteressant. Man darf natürlich nicht vergessen, es ist Wikipedia. Aber ich finde wichtig, dass wir hierbei einmal berücksichtigen, dass der Kaiser Phokas hier genannt wird, und das ist der gleiche, der genannt wird in Alexander Hislops von Babylon nach Rom, wo es um die 1260-Jahr-Herrschaft des Antichristen geht, die eben von 606 bis 866 oder selbst von 609 bis 869 ist. Und 870 hatten wir ja dann das Konzil, das Vatikanische Konzil, ne, wo der Papst unfehlbar erklärt wurde, wo er ja seine politische Macht verloren hatte, wo die tödliche Wunde aus Offenbarung 13 zugeschlagen hat. Ja. Das wird nicht nur bei Alexander Hislop von Babylon nach Rom erwähnt, das wird auch erwähnt in dem Buch Romanism and the Reformation von Henry Gretton Gillis. Er schreibt da genauso drüber. Und ganz deutlich, denke ich, war ja gerade eben der Satz: Phokas schenkte Papst Bonifatius das Pantheon in Rom. Und eben auch, was wir davor gelesen hatten, dass hier drin stand, nochmal eben suchen hier, ne, das sagt Martin Luther ja in seinem Buch hier: Summa. Sie sind des Kaisers Phokas Kreatur, also die Päpste, ja, die gerade aufgezählt hat, Clement der Siebte, Leon der Zehnte und Paul der Dritte. Sie sind des Papstes, des Kaisers Phokas Kreatur und Erben. Der hat zuerst das Papsttum zu Rom gestiftet. Dem folgen sie treulich nach. Derselb Phokas als ein Kaisermörder zu Konstantinopel schlug seinen Herrn Kaiser Moritz mit Weib und Kind tot. Nun, wir müssen uns da eben mal ganz deutlich drüber werden, dass wir hier natürlich eine andere Lehre haben als die Lehre, die wir normal bei den Siebentagsadventisten haben. Die Siebentagsadventisten gab es zu Luthers Zeit noch gar nicht, weil es gab die Jesuiten noch nicht, die die Siebentagsadventisten durch die Freimaurer überhaupt erst aufgerichtet haben. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber Martin Luther sagt hier ganz unmissverständlich, und deswegen auch der Buchtitel: Wieder das Papsttum zu Rom. Das Papsttum zu Rom. Kaiser Phokas, der also Kaiser im Oströmischen Reich war, Kreatur und Erben, der hat zuerst das Papsttum zu Rom gestiftet. Der Kaiser Phokas. Ja. Ich hatte mir hier nochmal einen kleinen Kommentar selber rausgesucht. Zitat: Nachdem Phokas im Jahre 607 ein Gesetz erlassen hatte, durch das er die Würde des ökumenischen Patriarchen dem Patriarchen von Konstantinopel nahm, dem Papst übertrug und damit die Rechte Roms auf den Primat der gesamten Kirche anerkannte. Und das könnt ihr so nachlesen in dem Wikipedia-Artikel über Phokas, den ich einblenden, den ich euch verlinken werde in der Beschreibungsbox dieses Videos. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die wir hier lesen. Und die wird nirgendwo gelehrt. Nochmal, Zitat: Nachdem Phokas im Jahre 607 ein Gesetz erlassen hatte, durch das er die Würde des ökumenischen Patriarchen, dem Patriarchen von Konstantinopel, nahm, dem Papst übertrug und damit die Rechte Roms auf den Primat der gesamten Kirche anerkannte. Mit anderen Worten, Ende Zitat natürlich, hier bekommt der Papst endgültig die geistige, spirituelle und die temporale, also zivile, weltliche Hoheit über die ganze Welt. Er hat auf diese Weise den Titel Pontifex Maximus zurück, denn er baut die Brücke von Ost nach West. Und die Verschmelzung von Kirche und Staat ist somit in einer Person vollzogen. Von 607 bis 1866, 1260 Jahrtage,
35 Monate, wie wir es aus der Bibel her kennen. Nochmal eben, was sagt Alexander Hislop dazu? Weil wir sprechen hier darüber, wie ich bereits am Anfang des Videos deutlich gemacht habe, ganz eindeutig, der Papst in Rom, das Papsttum in Rom, vom Teufel gestiftet, ist der biblische, historische und prophetische Antichrist. Wie sagt es Alexander Hislop in seinem Buch? Von Babylon nach Rom. Da lesen wir mal eben draus vor. Kehren wir jedoch zu den Symbolen der Offenbarung zurück. Der Wasserstrom kam ja aus dem Munde des feurigen Drachen. Der Papst war, wie er es auch jetzt ist, gegen Ende des 4. Jahrhunderts der einzige Stellvertreter von Belsasar bzw. Nimrod auf Erden, denn offensichtlich erkannten ihn die Heiden als solchen an. Genauso war er natürlich auch der rechtmäßige Verfolger des römischen Feuerdrachen, als er nun begann, die altbabylonische Lehre der Wiedergeburt durch die Taufe zu verbreiten, nachdem er mit dem Pontifex-Titel ausgezeichnet worden war, war dies nur eine direkte Erfüllung der göttlichen Worte, dass der große feurige Drache aus seinem Mund Wasser warf wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Er und die, die mit ihm in dieser Sache zusammenarbeiteten, ebneten der Errichtung jenes ungeheuren bürgerlichen und geistlichen Despotismus den Weg, der direkt vor den Augen Europas im Jahre 606 nach Christus emporzuwachsen begann, als mitten in den Erschütterungen und Wirrnissen der Nationen, aufgerüttelt wie die stürmische See, der Papst von Rom zum allumfassenden Bischof gemacht wurde, und die 10 wichtigsten Reiche Europas ihn als Stellvertreter Christi auf Erden anerkannten, als einziges Zentrum der Einigkeit und als einzige Quelle der Stabilität ihrer Throne. Durch seine eigene Handlungsweise und durch die Zustimmung des universellen Heidentums Roms war er tatsächlich der Stellvertreter Dagons, und wie er auf seinem Kopf heute die Mitra Dagons trägt, tat er es wahrscheinlich auch damals. Gibt es denn eine genauere Erfüllung von Kapitel 13, Vers 1 der Offenbarung, Zitat, und ich stand auf dem Sand des Meeres, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung, und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet, und seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde staute hinter dem Tier her. Ende Zitat. Und dann lesen wir auch noch in der Fußnote 941 aus dem Buch von Babylon nach Rom, nur ab dieser Zeit können die bekannten 1260 Tage, 3,5 Jahre, gezählt werden, denn vorher erschien der Papst nicht als Haupt des zehnhörnigen Tieres und als Haupt der allumfassenden Kirche. Das heißt, erst hier haben wir die Kombination von Staat und Kirche, bis eben 1866, als die schützenden französischen Truppen den Vatikan verließen. Ja? Ein ganz wichtiger Teil dieses Buches. Ihr seht, es ist natürlich wieder mal ein wenig mehr als nur ein Buch lesen, nur zu lesen, was Luther damals geschrieben hat. Aber dieser Satz, den er hier gerade reingeschrieben hat, wenn man sich dann ein wenig in der wirklichen Geschichte umschaut, dann kann man auf einmal eins und eins zusammenzählen. Summa, Sie sind Kaiser Phokas Kreatur und Erben, sagt Luther. Der hat zuerst das Papsttum zu Rom gestiftet. Dem folgen sie treulich nach. Derselb Phokas als ein Kaisermörder zu Konstantinopel schlug seinen Herrn Kaiser Moritz mit Weib und Kind tot. Hier haben wir also nochmal, neben den bereits am Anfang dieses Videos erwähnten Bibelzitaten, Daniel Kapitel 7, 2. Thessaloniker Kapitel 2, Verse 5 bis 12, hauptsächlich eben Vers 7, 6, 7 und 8,
und Offenbarung 13, 17 und 18 den eindeutigen Beweis dazu, dass der Titel, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, absolut zutreffend ist. Der Papst ist der Antichrist. Biblisch, prophetisch und historisch. Und wir haben uns jetzt gerade die Mühe gemacht, die historische Seite zu beschauen. Und ansonsten sollten wir uns mit der biblischen Seite und mit der prophetischen Seite beschäftigen. Die prophetische Seite, weil das im Buch der Offenbarung das ist in der Zeit, in der wir heute leben. Und biblisch, und weil das die Zeit ist, wo wir die Basis legen, im Kapitel von Daniel und in den Kapitel von Thessalonika, von Paulus. Und auch natürlich in der Offenbarung sowieso. Ja? Wir können beweisen, zweifelsfrei beweisen, anhand biblischer Prophetie und das, was sich in der Vergangenheit, in der Geschichte erfüllt hat, dass das Papsttum zu Rom der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Es gibt niemand anders, der all die Punkte, vor allen Dingen die ganzen Punkte aus der Bibel, so erfüllt. Wie soll denn Obama der Antichrist sein? Hat er 3,5 Jahre lang die Heiligen verfolgt? Noch nicht mal in wirklichen 3,5 Jahren, schon gar nicht in 3,5 biblisch-prophetischen Jahren, die eben 42 Monate sind, die eben, was habe ich denn vorhin gesagt, 35 oder sowas, ne? 42 Monate, ne? Die 3,5 Jahre sind, die 1260 Jahre. Eben genau die Zeit, die wir gerade eben detailliert besprochen haben, zwischen 606 und 1866. Give or take. Je nachdem, wie man sich das anschaut, kann das eben gut 609 bis 1869 sein. Und dann 1870 das Konzil, das Vatikanische Konzil. Und der Papst Pius IX., der sich damals im Vatikan eingeschlossen hat. Und bis zur Heilung der Wunde 1929 hat der Papst, also Leo X. Und die anderen Nachfolger von Pio IX., den Vatikan nicht mehr verlassen. Weil ihm eben die weltliche Macht aberkannt war. Die tödliche Wunde oder die tödlich erscheinende Wunde, von der wir gerade gelesen haben. Es gibt keinen besseren Beweis, als die Prophezeiung der Bibel zu spiegeln in der Historie, wie die Geschichte gelaufen ist. Und selbst Wikipedia in dem Artikel gibt uns da korrekte Informationen. Und das ist die Basis, auf die wir uns stellen müssen. Nicht Wikipedia, aber die Bibel. Die Bibel, die uns vorher sagt, was passieren wird. In 2. Thessalonicher, Kapitel 2, denn es regelt sich schon bereits die Bosheit heimlich, ohne dass der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Also, wenn der Kaiser weg ist, dann kommt der Papst an die Macht. Und genau das hatten wir gerade hier von Martin Luther gelesen, dass er sagt, Summa, Sie sind Kaiser Phokas Kreatur und Erben. Der Phokas hat zuerst das Papsttum zu Rom gestiftet. Ich hoffe, das ist für jeden deutlich und verständlich. Und wenn nicht, dann sprecht mich darauf an, dann können wir vielleicht mal im persönlichen Gespräch das versuchen zu klären. Über irgendwelche Kommentare in dem Video werde ich das nicht machen, weil da gehe ich keine seitenlange oder stundenlange Schreiberlinge-Diskussion darüber an. Aber ich denke, dass mit allen Videos, die ich bisher gemacht habe und dieses hier nochmal jetzt ganz deutlich sein sollte, wer der Antichrist ist. Und Martin Luther sagt es hier selber. Sie sind Kaiser Phokas Kreatur und Erben, unter anderem Clement VII., Leon X. und Paulo III. Der Phokas, der Kaiser von Rom, hat zuerst das Papsttum zu Rom gestiftet. Und damit hat sich erfüllt, was Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 7 gesagt hat, denn es regelt sich schon bereits die Bosheit heimlich, ohne dass der es jetzt aufhält, der Kaiser muss hinweggetan werden. Also tun die Päpste auch.
Haben sie nicht selber können die deutschen Kaiser totschlagen, wie Clemens III. Das edle Blut Conradium, den letzten Herzogen zu Schwaben und erblichen König zu Neapel, ließ mit dem Schwert öffentlich richten? Haben sie nicht mit Verräterei und aller teuflischer Bosheit die Kaiser umbringen können? So ist's doch ja ihr völliger Wille und ihnen alle Zeit leid gewesen, daß ihr blutdürstiger, mörderischer, boshaftiger Wille gefeilet und verhindert ist worden. Es sind, wie gesagt, des Kaisers Phokas, ihres Stifters und Kaisermörders Nachkommen, verzweifelte, durchtriebene Erzspitzbuben, Mörder, Verräter, Lügner und die rechte Grundsuppe aller bösesten Menschen auf Erden, wie sie selber zu Rom sagen. Schmücken sich danach mit dem Namen Christi, Sankt Petri und der Kirchen, so sie doch voll sind aller ärgsten Teufel in der Hölle, voll, voll und so voll, dass sie nichts dann eitel Teufel ausspeien, schmeißen und schneuzen können. Solch wirst du sagen, dass es die Wahrheit sei, wenn du die Historien liesest, wie sie mit den Kaisern sind umgegangen. Wohlan, wie ich gesagt, Kaiser Karol und das Reich müssen des Spitzbuben zu Rom Paula Tertie Rottwelsch verbeißen. Schadet auch uns noch nicht sehr. Aber dem Stuhl zu Rom dienet es dennoch dazu, dass sie sich selbst hindern und vornen aufdecken und lassen uns in ihren Hindern sehen, dass wir sie kennen mögen. Wieder ein schöner Satz, ne? Aber Stuhl zu Rom dienet es dennoch dazu, dass sie sich selbst hinten und vorne aufdecken und lassen uns ihren Hintern sehen, dass wir sie kennen mögen. Denn bisher haben wir glauben müssen, der Papst wäre das Haupt der Kirchen, der Allerheiligst, der Heiland aller Christenheit. Nu sehen wir, dass er mit seinem römischen Kardinell nichts anders ist, denn ein verzweifelter Spitzbube, Gottes- und Menschenfeind, Christenheitverstörer und des Satans leibhaftige Wohnung, der durch ihn nur Schaden tun, beide der Kirchen und Policy, wie ein Bärwolf und spottet und lachet in die Faust, wo er höret, dass Gott oder Menschen solchst wehe tut, davon hernach. Welch wichtiger Satz! Und da gehen die Pferde immer mit mir durch. Aber Luther ist hier so deutlich, deutlicher kann man nicht mehr werden. Luther ist hier so deutlich, wie Paulus sich nicht getraut hat. Nu sehen wir, sagt Luther, dass er, der Papst, mit seinen römischen Kardinälen nichts anderes ist, denn ein verzweifelter Spitzbube, Gottes- und Menschenfeind, der Christenheitverstörer, mit anderen Worten Zerstörer, der Zerstörer des Christentums, der Christenheit und des Satans leibhaftige Wohnung. Vicarius Filii Dei, der Stellvertreter Jesus Christus auf Erden, nennt sich der Papst. Er ist der Stellvertreter Satans. Vicarius Filii Satani. Der durch ihn nur Schaden tun, beide der Kirchen und Polizei, wie ein Werwolf und spottet und lachet in die Faust, wo er höret, dass Gott oder Menschen solchs wehe tut, davon hernach. Ich muss hier eine Historien mit unterbringen, daraus man merken mag, was von den heiligen Spitzbuben und Mördern des römischen Stuhls zu halten. Anno Domini ist mir recht, 1510 war ich, Luther, zu Rom. Da höret ich diese Geschichte sagen. Es liegt ein Flecken mit Namen Ronquillion, etwa 7 deutscher Meilen herwärts von Rom. Daselbst ist gewesen zur Zeit Pauli II., welcher für 70 Jahren regiert hat. Ein Amtmann des Papstes, der sahe das lästerlich teuflisch Wesen des Papst und seiner Grundsuppen zu Rom, und gab dem Papst nicht seiner ehrlich Gebühr vom Amt. Der Papst ließ ihn laden, er kam nicht. Und was das Papst gebot, das verachtet er. Endlich tät ihn der Papst in den Bann, da fraget er nichts nach.
Danach ließ ihn der Papst mit Glocken beläuten und mit Lichten und von den Kanzeln ausgelöscht werfen und verdammen, wie die Gewohnheit ist. Daran kehret er sich nichts. Zuletzt, weil nu solch verstockter Ungehorsam gegen den Papst in seinem geistlichen Recht Ketzerei heißen muß, ließ er den Amtmann auf ein Papier malen mit vielen Teufeln über den Kopf und zu beiden Seiten und für Gericht bringen, verklagen und als ein Ketzer zum Feuer verurteilen, und flugs drauf mit dem Papier zum Feuer zu und verbrannt. Der Amtmann ließ sich auch auf ein Papier malen, den Papst, mitten unter den Kardinälen und oben drüber und um sie her, alles voller Teufel, ließ Gericht sitzen und den Papst mit seinen Kardinälen verklagen, als die ärgsten Buben so auf Erden leben und täten unermesslichen Schaden armen Leuten. Und wenn ihr Oberster stürbe, so setzten sie mit viel Fleiß an desselben statt den Allerärgsten, wo sie unter sich finden können, wären wohl des höllischen Feuers wert und wurden des vielen Zeugen dargestellt. Da fuhr Richter, Amtmann mit Klägern zu und sprachen, man soll sie verbrennen, und flugs in tausend Teufel nahmen mit Papst und Kardinälen zum Feuer zu und verbrannt, bis ihn der Papst mit Gewalt vertreib. Diese Geschichte ist vielleicht lächerlich, aber gleichwohl zeigt sie ein schrecklich Unglück an, das der Papst mit seinen greulichen, teuflischen Wesen zu Rom trefflich schädlich Ärgernis gibt und Leute, so solch sehen, sich dran stoßen und ganz epikurisch werden, gleich wie sie auch selbst sind. So, zu epikurisch muss ich nochmal eben nachschauen. Das Wort Epikura bedeutet ein Gottloser, ja? Also epikurisch ist gottlos und ein Epikurer, das habe ich auch ein paar Seiten vorher schon mal gelesen, das Wort, heißt ein Gottloser. Ja? Also, und die Leute, so soll ich sehen, sich dran stoßen und ganz epikurisch werden, also gottlos werden, gleich wie sie auch selbst sind. Denn auch fast alle, die von Rom wiederkommen, bringen mit sich ein päpstlich Gewissen, das ist einen epikurischen, also gottlosen Glauben. Denn das ist gewiss, dass der Papst und Kardinal samt seiner Bubenschulen gar nichts gläuben, lachen's dazu, wenn sie vom Glauben hören sagen. Und ich selbst zu Rom höret auf, den Gassen frei reden, ist eine Helle, so stehet Rom drauf. Das ist, nach den Teufeln selbst ist kein Ärgervolk, denn der Papst mit den Seinen. Drum ist's nicht Wunder, dass sie sich fürchten für den freien Concilio und das Licht scheuen. Aber sie haben einen Grund, darauf sie füßen, der ist, sie meinen, ihr Stand, ihr Amt und Lehre sei recht. Darum, obgleich die Personen böse sind, könne man doch den Stand und die Lehre nicht urteilen noch verdammen. Also fahren sie fort und tun nach allem Mutwillen als gewiss, dass mit ihrem Stande kein Not haben kann, davon wir hernach weiter sagen wollen. Diesen Einsatz muss ich jetzt eben, glaube ich, nochmal eben lesen. Martin Luther war selbst in Rom und ich selbst zu Rom höret auf den Gassen frei reden. Zitat, ist eine Helle. So steht Rom drauf. Mit anderen Worten, gibt es eine Hölle, so steht Rom darauf. Und wenn's gleich wäre, fährt Martin Luther fort, dass sie in dem Concilio reformiert würden, als nicht kann sein. Und der Papst samt seinen Kardinälen solchs mit Blut verschrieben zu halten, so wäre er doch verlorene Kost und Arbeit. Sie würden doch hernach ärger denn zuvor, wie nach dem Kostnitzer Konzilio, also Konstanzer Konzil, geschehen ist. Denn weil sie des Gläubens sind, dass kein Gott, keine Helle, kein Leben nach diesem Leben sei, sondern Leben und Sterben wie eine Kuh, Sau und ander Vieh, wie wir in 2. Petrusbrief Kapitel 2, Vers 12 nachlesen können, sagt Luther hier, so ist ihnen gar lächerlich, dass sie sollten Siegel und Briefe oder eine Reformation halten. So, 2. Petrus 2, Vers 12, dann schauen wir da mal eben
rein. 2. Petrus 2, Vers 12, da lesen wir, Zitat, aber sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden, lästern, da sie nichts von wissen und werden von ihren verderblichen Wesen umkommen. Ja? So wird das hier also in dem Buch verglichen. Denn weil sie des Glaubens sind, wiederhole ich den Satz nochmal, denn weil sie des Glaubens sind, dass kein Gott, keine Hölle, kein Leben nach diesem Leben sei, sondern Leben und Sterben wie die Kühe, Säue und andere, ne? Epikura, Gottlose, ne? Wie im 2. Petrus 2, Vers 12 gerade vorgelesen. So ist ihnen gar lächerlich, dass sie sollten Siegel und Briefe oder eine Reformation halten. Darum wäre das Beste, Kaiser und Stände des Reichs wären die lästerlichen, schändlichsten Spitzbuben und die verfluchte Grundsuppe des Teufels zu Rom, immer fahren zum Teufel zu. Da ist doch keine Hoffnung, einiges Gutes zu erlangen. Man muss anders hierzu tun. Mit Konzilien ist nichts ausgerichtet, wie wir sehen, denn die unsinnigen Narren wollen wähnen und sei so bange und jacht nach ihrem Konzilio und könnten wir nach die Christenheit und ihr Konzilio oder Stand nichts tun. Meinen also, man müsse ihnen immer nachlaufen, dass sie uns wohl ewiglich zu närren und zu äffen hätten. Aber das ist unser Meinung nicht, und ich will ihnen dafür ein ander Liedlein singen mit Gottes Gnaden. Wollen sie nicht Konzilium halten, mögen sie es unserthalben wohl lassen. Wir bedürfen für uns keines. Und wenn sie zornig sind, mögen sie den Bruch tun und an den Hals hängen, das wäre ein Thesen Apfel und Patschem für solche zarten Heiligen. Gott hält es sie nicht wert, dass sie sich selbst sollen bessern oder was Gutes tun, wie wir im 1. Römer Vers 28 nachlesen können. Und da muss ich das eben mal öffnen hier im 1. Römer. Wo haben wir das denn hier? 1. Römer und dann 28. Das ist ziemlich weit unten und gleich wie, Zitat aus der Bibel, und gleich wie sie nicht geachtet haben, dass sie Gott erkenneten, hat sie Gott auch hingegeben, in verkehrtem Sinn zu tun, was nicht taugt. Also ein Verweis natürlich auf die Sodomie in der römisch-katholischen Kirche und eben, wie Luther hier auch schreibt, und wenn sie zornig sind, mögen sie in die Bruch tun und an den Hals hängen, das wäre ein Thesen Apfel und Patschem für solche zarte Heiligen. Gott hält sie nicht wert, dass sie sich selbst sollten bessern oder was Gutes tun. Und dann lesen wir halt Römer 1, 28. Sie sind dahingegeben in verkehrten Sinn. Ja, das hat Römer 1, 28 ja deutlich gesagt. Römer 2, und da findest du den Kalender in Petri 2, 12, wie wir bereits gelesen hatten, päpstlicher römischer Tugend, auch 2. Petrus 2. Da lass es beibleiben. Weiter steht ins Papst Paulichen Briefe an Kaiser Karol, Zitat, und du sollt wissen, dass dir's nicht gebührt, zu wählen, welche im Concilio sein sollen, sondern es gebührt unser Jurisdiktion, Ende, Zitat. Also der Papst schreibt es ganz deutlich, ne? Wenn einer ein Konzil anordnet und besetzt, dann ist es der Papst, der bestimmt, wann ein Konzil, wo ein Konzil und mit wem ein Konzil gehalten wird. Ganz deutlich aus diesem Zitat an den Brief an Kaiser Karel. Und du sollt wissen, dass dir's nicht gebührt zu wählen, welche im Konzilio sein sollen, sondern es gebührt unser Jurisdiktion, also der päpstlichen. Fahr schon, liebs Paulichen, lieber Esel, lecke nicht. Ah, liebs Papst Eselchen, lecke nicht, allerliebste Eselin, tu's nicht, denn das Eis, das ist ja sehr glatt gefroren, weil der Wind still ist gewesen, du möchtest fallen und ein Bein brechen. Wo dir denn im Fallen ein Forts entführe, so würde doch alle Welt dein Lachen und sagen, ei, pfuh, Teufel, wie hat sich der Papst Esel beschissen! Das wäre, als wenn denn ein groß Limenkrese Majestatis wieder den heiligen Stuhl zu Rom, welche kein Ablassbriefe noch Plentiodo Posteatis vergeben könnte. Oh, das wäre ein fährlich Ding. Darum bedenkt zuvor euer selbst große Fährlichkeit, hellischer Vater. Lieber, warum sollt der Kaiser nicht Macht haben zu nennen, doch zum wenigsten etliche, die im Concilio sein sollten, so doch zu den vier höchsten Konzilien, Nicenum, Constantinopolitanum, Ephesinum,
Chalcedonium nicht die Päpste, wiewohl noch kein Papst zu der Zeit gewesen, noch Bischöfe, sondern allein die Kaiser, als Konstantinus, Theodosius, junger Theodosius, Martianus haben die Bischöfe versammelt, berufen und genennet zum Concilio, sind auch selbst mit drinnen gewesen. Also hier spricht Martin Luther das an, wieso sollten die verschiedenen Päpste die verschiedenen Konzilie zusammenrufen, also das Konzilium von Nicea, von Konstantinopel, von Ephesus und von Chalcedon. Darüber habe ich auch gesprochen im Englischen in der Geschichte der Inquisition von Philipp von Limbotsch, da kommt das auch alles drin vor. Und dann nennt er hier die verschiedenen Kaiser auf, die halt diese verschiedenen Konzilien einberufen haben. Es waren eben die Kaiser und nicht der Papst. Und jetzt kommt natürlich der Casus Knactus. Pontifex Maximus heißt, dass der Papst eben auch der Kaiser ist. Und das ist eben die Zusammenführung, die Verschmelzung von Staat und Kirche. Der Papst ist nicht nur das Geistliche, er ist auch das selbsternannte weltliche Oberhaupt. Ja? Und während Luther hier meint, ja, damals haben es die Kaiser einberufen, die verschiedenen Konzilien, warum soll der Kaiser nicht machen zu nennen, das alles, weil er das ja in der Vergangenheit auch schon gemacht hat? Ja, wir haben es danach also gesetzt in unseren Dekretalen, dass allein der Papst solle Konzilien berufen und Personen nennen. Und da haben wir eben den Beweis, dass der Papst durch das Zusammenschmelzen von Staat und Kirche eben im Grunde dieselbe Person ist. Es ist immer noch der Kaiser, der das Konzil beruft, aber der Kaiser in der Person des Papstes. Ja? Luther fährt fort, lieber ist's aber wahr, wer hat's euch befohlen, also zu setzen? Schweig, du Ketzer, was zu unserem Mund ausgeht, das soll man halten. Ich höre es, welchen Mund meinst du? Da die Fürze ausfahren? Das magest du selbst halten. Oder da der gute Corso einfleust, da scheiß ein Hund ein. Ei, du schändlicher Luther, sollt du mit dem Papst so reden? Ei, pfui, wieder ihr lästerliche, verzweifelten Buben und groben Esel, sollt ihr denn auch mit einem Kaiser und Reich also reden? Ja, sollt ihr solche hohen vier Konzilia mit den vier christlichen größten Kaisern so lästern und schänden, um euer Forze und Dekretal willen? Wes lasst ihr euch dann dünken, dass ihr besser seid, denn große, grobe, ungelehrte Esel und Narren, die nicht wissen noch wissen wollen, was Konzilia, Bischof, Kirchen, Kaiser, ja, was Gott und sein Wort sei? Du bist doch ein grober Esel, du Papstesel und bleibst ein Esel. Auf der nächsten Seite 16 fahre ich in der nächsten Lesung, in der dritten Lesung des Buches wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet von Martin Luther fort und möchte es für heute hierbei belassen. Hab zwar nur 6 Seiten geschafft, aber es geht ja nicht um einen neuen Rekord aufzustellen. Aber wir werden nächstes Mal auf dieser nächsten Seite weiterlesen. Da kommt leider auch eine ziemlich lange lateinische Sache anzupassen. Das ist hier von dem Poet Mantuanus. Und ich werde mal sehen, ob ich das eventuell in der englischen Version finde und übersetzen kann. Weil hier steht es nur in Latein. Und ich habe das bereits in Google in den Übersetzer eingegeben, aber das funktioniert nicht vernünftig. Also, das kann man so nicht gebrauchen. Auf jeden Fall denke ich, dass wir heute am Ende einer sehr, sehr, sehr wichtigen Sitzung angekommen sind, dass wir absolut aus Luthers Schriften und aus den richtigen Zitaten aus der Bibel und mit dem richtigen Studium der Geschichte gelernt haben, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass der Papst zu Rom der biblische, prophetische und historische Antichrist ist. Und damit möchte ich es für heute belassen und danke fürs Zuhören, Zuschauen und Kommentieren und bis zum nächsten Mal. Möge Gott euch behüten und schützen und segnen auf all euren Wegen. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, melde sich ab und sagt Tschüss.